So, das möchte ich auch nochmal sagen. Aber natürlich haben sie auch gelernt von Polen, die DDR-Bürger, dass sie 10 Jahre eher waren, also fast 10 Jahre eher, 89, 90. So, und natürlich war die DDR darauf vorbereitet, dass sowas kommt. Und sie haben hemmungslos zugeschlagen im Hintergrund. Hemmungslos. Nichts anderes. So, trotzdem, dass wir das DDR überhaupt gemerkt haben. Trotzdem hat er den Mut auf die Straße zu gehen und sich aufzuregen. Und das ohne Waffen und irgendwas anderes. Und möchte nochmal sagen, diese, wo die Frau dann mit der Tasche gehauen hat und so, das war bestimmt Stasi oder so, die das dann schnell gemacht hat. Kostenketten provozieren, damit die prügeln gar nicht sagen, so macht man das. Ne? Möchte man sagen, das ist auch aus der Arbeiterbewegung heraus. Ne? Also, das hat man schon eher provozieren wollen, wenn man zu sagen, sie schlagen Arbeiter oder so. Das hat die Stasi mit der Lage gelernt. Ne? Das war schon, wie es hier noch Kapitalismus gab, dass man das dann so gemacht hat. Ne? Also, die Roten waren dann immer so. Ne? Die Roten haben ja immer revolutionäre Gewalt eingesetzt. Also, im Hirn haben sie nichts, also haben sie immer ihre Muskeln eingesetzt. So ist das bei den Kommunisten. Und so war das. Und so wurde es dann provoziert, damit die Polizei sich dann wehren kann. Und die haben dann bestimmte festgenommen. Die Frau sagt ja auch, 40 Stammern und Silomaße festgenommen. Mit einem Block. So gut organisiert waren sie alle. Warum konnte man sich da mitten in diesem Demonstration, ich glaube 150 hat auf Platz, ne? Wenn ich da richtig erinnere. Warum konnte man sich da so richtig einzeln rausfischen, alles würde ich Ihnen sagen. Überall ringsum standen hauptamtliche Mitarbeiter der Stasi und IEMs, ne, Navi? Und deshalb konnte man sie genau rausfischen, sollte Ihnen klar sein, ne? Ja, 150, das ist schon ganz schön in so einer kleinen Stadt, in so einem Platz, so viele Polizisten haben sie. Und dann ganz gezielt auf diese Frau losgehen, die festnehmen. Sie ganz gezielt erkennen. Da muss schon einer gesagt haben, ja, die steht hier. Ja. Aber sie konnten sich doch nur nicht jeden angucken und provozieren. Dann haben sie auch Angst gehabt, die Kinder noch benutzen. Das ist noch nicht was passiert, wie das Volk reagiert. So, und so, da hat man sie auch total unterdrückt. Und deshalb habe ich damit auch angefangen. Ja. Weil ich genau wusste, jetzt ging es auch so wie mir da, wie uns da in der Wohnung. Deshalb haben wir damit angefangen. Ne? Vor Weihnachten letzten Jahres. Das ist jeder mitkriegt, diese Vergiftung und so weiter. Die hat man alles blockiert und wir dachten auch damals, die arbeiten gegen uns und so. Und die haben uns nicht geirrt. Es war so. Ne? Man hat hier schon immer gegen uns gearbeitet. Dachten doch, das ist schon wieder vom Tisch, dass wir ein bisschen blöd sind. Na, da haben wir bis nicht mehr die Stempel gekriegt, weil ich nochmal eins sagen, ne? Also gefährdeter Personenpersonal, also. Wir haben noch ein paar Stempel. Ein Glück, dass wir diese Stempel noch haben, ne? Sonst wäre das von der Hoffnung weg gewesen. Dass gesagt haben, natürlich kommt so weit ab und laden hoch. Die sichern wir uns. Ne? So, das ging dann hinter unserem Rücken weiter, aber jetzt will ich abbrechen, so. Und dieser Mut der DDR-Bürger einfach weiterzumachen, ne? Sie haben gemerkt, oh, die lassen endlich nach. Aber das war nie so. Weil ich denke, es lag am Boden Russlands, Sowjetunion hat sich selbst tierisch zu tun gehabt. Ne? Das kleine Land Afghanistan hat die Russen fertig gemacht. Mit ihrer pleiten Wirtschaft haben sie einfach nichts mehr gebracht. So eine Riesen, das muss man sich überlegen. Deshalb bin ich diesen Afghanen so dankbar. Ne? Und deshalb freuen sich die Russen so, dass sich der Westblock auf Afghanen nichts gelassen hat. Ne? Deshalb bin ich diesem da so dankbar. Das hat mich so beeindruckt, wenn die das dann mal gezeigt haben. Natürlich nur im Westfernsehen, ne? Dieser Mujahedin, ne? Da nimmt er seine Knarre und läuft da meilenweit und greift nach irgendwelchen russischen Stützpunkten an und was weiß ich, ne? Oder seine Fahrzeuge. Diese Leistung schon, das hat mich so beeindruckt. Ne? Und sowas hat den Russen gemacht. Das hat den Russen gemacht. So, dann haben sie die ganzen Sachen ja abgefällt. Aber sind wir zu weit so. Und der DDR wird ja immer wieder raus und so. Und wahrscheinlich waren die wirklich diese Pfarrer, die sie da sehen, oder Priester oder was das waren da, wahrscheinlich waren das wirklich Freigeister. Und wahrscheinlich hat die Kirche sich teilweise schützen können. Also sie hat nicht überall Gau und wie hieß der andere noch? Eppelmann, ne? Und wie hieß der andere Stasi-Mitarbeiter noch? Der war auch nie Verkehrsminister. Hier ist der ja mit Bart, der ungefähr. Nein, der hat der andere Verkehrsminister. Stolpe. Ne? Ich glaube, das waren alles Kirchliche. Ne? Hauptamtliche Mitarbeiter der Stasi, alle drei. Das ist unglaublich, der Leute. Naja.
spielen sie mal schön weiter, sonst wären die gar nicht zurückgekommen. Dadurch konnte doch alles am runden Tisch, alles nur geblockt werden. Das haben sie dann gemacht, im Prinzip, was die anderen alle wollten. Mit Marx waren alle dafür, da irgendwas aufzubauen im Sinne. Es ist unglaublich, obwohl man 40 Jahre gesehen hat, dass sowas absolut nicht geht unter den Kommunisten. Und auch jetzt, was hat der Westen da investiert? Und die Traumnüsse, das hat da alles nichts gesagt. Das muss man doch wohl nochmal sagen. Aber dieser Mut der DDR-Bürger, und deshalb sind wir da auch so groß zu gehen. Wir hätten gar nichts mehr gehabt. Wir hätten kein bisschen mehr gehabt. Gar nichts mehr. Wir hätten vielleicht irgendwann mal was gewonnen in Moskau, wenn wir Fehler gemacht hätten. Dann hätten wir irgendwie mitgekriegt, was wir mit uns machen. Ich hätte nicht mehr rausgekriegt, wer ich bin. Ist das nicht schön, wenn man das weiß, warum man so alles ist? Oder meine Frau hätte auch nie mehr rausgekriegt. Deshalb sind wir denen so dankbar. Deshalb werden wir da auch ein Denkmal setzen, dann habe ich. Ja. Deshalb helfen wir dir auch. Damit wir noch ein vernünftiges Leben haben, dann habe ich. Das bisschen, was sie noch haben wollen, ist gespielt worden. Aber die meisten sind sowieso tot. Aber für ihre Kinder werden wir helfen. Damit sie dahin gehören, ihre Eltern haben hart gearbeitet und die anderen haben nur das Geld gemacht. Und jetzt haben sie auch nur die Hand aufgehalten und alles abgeschleppt. Da möchte ich nochmal sagen, auch für die Welt, ja, und auch nochmal für die BRD, da ist nichts passiert bis 96, ne, Martin? Ne, bis 97 hat es mit Autokampen gearbeitet, ne? Da ist nichts passiert. Natürlich gab es neue Gebäude fürs Arbeitsamt, ne? Fürs Sozialamt. Nee, das war sogar noch im alten Gebäude überall, ne? Auch fürs Arbeitsamt und so. Natürlich haben die Firmen investiert und so. Aber das sind doch Investitionen von den Firmen gewesen und von Banken und alles und so. Alles andere ist nichts passiert. Natürlich gab es auch was in der Infrastruktur, dass da mal eine Straße neu gemacht wird und so. Ne? Aber sonst, alles was da kommen sollte, das haben sie sich geramscht und haben sich wieder gefeiert. Deshalb, mir wird noch ganz schwindelig, wenn ich daran denke, an diese in der ganzen Energiefirmen noch. Die werden da nichts gemacht haben, sind beide noch total marode. Nichts anderes. Und vor allen Dingen diese ganzen Ökobomben, die sie da überall haben, die sie da überall irgendwie überbetoniert haben und eingebuddelt haben und alles. Das haben wir jetzt alles. Das muss man sich doch mal überlegen, das muss ich auch nochmal sagen. Das versteht man vielleicht gar nicht.